Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bridge Constructor. Neue Folge von Bridge Constructor. Ja, du musst es nicht auch noch sagen, aber ich sag's schon. Alles gut. Ich mag's aber Sachen doppelt zu sagen, das weißt du doch. Aber so viele Fahrzeuge gibt es einfach zu viele Probleme. Ich weiß, dass die meisten das jetzt. Leute, die sind alle da unten. Gut. Geil, sie stecken alle da fest. Alle, die ganze Welt. Das ist so richtig lustig. Ich schau so an, hey, Leute, nur ein Fahrzeug durchgekommen. Okay, jetzt probieren wir es mal. Jetzt sieht es stabiler aus. Okay. Schauen wir mal, welche Portale unnötig sind. Also die weißen waren unnötig, die gelben waren unnötig und ja, die roten waren unnötig. Geil. Doch wieder unnötige Portale. Ich frage mich, ob es noch eine andere Möglichkeit, Lösungsmöglichkeit gab. Wahrscheinlich, weil ich glaube kaum, dass die so viele Sachen umsonst machen würden. Ja. Nein, der letzte hängt fest! Was für ein Wichser! Okay, nochmal. Warum hängen die plötzlich alle aneinander? Nie erfahren. Wir werden es nie erfahren. Nie. Ja. Okay, komm, probieren wir es nochmal. Bei 13 Fahrzeugen ist es echt nervig, die ganze Scheiße. Oder als 14? Oder 12? Mach egal. Ja. Bei denen ist es immer so blöd. Alter! Hey, warum fährt er nicht weiter? Was tut das? Okay, jetzt fahren alle weiter. Das ist gut. Oh, ich glaube, ich hab's geschafft. Oh, was ist denn Scheiß? 16 waren so.
naja. Ach, die Menge macht's, ne? Ja. Würfelkunststücke. Wie viel waren wir denn? 15:30 Uhr. Hört sich okay nach der Folge. Muss ich erstmal, kann ich erstmal Chill mit aufnehmen? Alter, ich hab eh schon so viel aufgenommen. Ich weiß nicht, wie voll die Festplatte ist. Wie viel frei habe ich denn noch? 600 GB. Ja, aber das sind noch 16 Minuten und 40 Sekunden in etwa. Weil teilweise läuft immer ein Zeitbildchen, was das passiert. Ihr wisst schon, dass ihr das bereits schon mal gesagt habt. Das ist voll die Copy-Pasting. Halt nur, das habt ihr ein bisschen anders gemacht. Ihr habt ein Wort abgehabt, ein bisschen was abgehabt. In meiner Welt, Marvin. Yeah, Würfel! Bumm! Tot. Copy-Pasting lasse ich hier nicht durchgehen. Dafür kriegt das Spiel jetzt von der genauen Bewertung, die ich schon gegeben habe. Also ich habe ja die Bewertung gegeben, Tastaturanschläge, von einer Tastaturanschläge bis zu Fenster habe ich ja 74 gegeben, deswegen. Jetzt mache ich nur 73. Gut, gut, Mann, sehr gut. Hast du wohl so mit den Bewertungen? Müsst ihr immer kritischer werden, muss noch kritischer werden, Mann. Das ist noch nicht kritisch genug. Dann kriegt ihr jetzt auf dieser Skala, wo ich gerade beschrieben habe, Banane 72. Okay, mein Ding. Das ist ja, ich meine, fast kritischer geht's doch fast gar nicht mehr. So klein, die du einfach das Niedrigste auf der ganzen Skala gibst. Achso, das Niedrigste war Tastaturanschläge. Ganz genau. Aber das ist ja so deutlich. Dann weiß man genau, was man meint. So geht's überhaupt kein. Ist viel besser, wenn es keinen Sinn ergibt. Und bist du schon bereit? Freust du dich schon auf die neue Folge, Mist, Talamat? Ja, Marvin, ich freue mich so sehr drauf. Würdest du für die Folge, Mist, jemanden umbringen? Hallo? Was? Ich hab gesagt, würdest du für die Folge, Mist, jemanden umbringen? Nein. Hättest du ja gesagt, hätte ich die Folge erst veröffentlicht. Warte mal, Marvin, was ich gerade auf eine Idee gemacht. Was ich echt auf eine Idee gebracht, wie ich mir die Folge jetzt schon ansehen kann. Ah nein, hey, nein. Warte, ich weiß, was du machen willst. Nein. Du schaust die Folge gefälligst so an, wie jeder andere auch. Keine Sorge, mache ich doch nicht wirklich, das will ich doch niemals tun, Marvin. Oh doch. Ach ja? Aber, ja. Also ich kenne dich so gar nicht, durch das Tun. Ich kenne dich schon so. Ja, du vielleicht, du kennst mich nicht gut. Alter. Mich würde ja wundern, wenn du es nicht machst. Sagen wir so, da mitten in der Aufnahme sind, mache ich es halt echt nicht und danach ist eh gleich. Aber ansonsten hätte ich es gemacht. Hm? Sag ich doch. Gut, machen wir so. So.
Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich schaue dann wieder mal, ob er den Misstrauen hochladen und sehen sie mir dann direkt an. Danke, Marvin. Ja, das heißt, ich muss die Mist folgen, aber das kann ich überhaupt nicht. Das ist ja unmöglich. Scheiße. Scheiße. Ich kann ja die Folgen nicht so hochladen, dass sie dann erst verarbeitet sind, wenn ich es dann brauche oder so. Ich würde Durchschnittswert nehmen. Und wie lange eine Folge braucht zum Hochladen dann? Schauen und dann einfach die passende Uhrzeit das dann hochladen. LOL! Achso, der gefiddelt, achso. So, machen wir so. Ach ja, genau, Hadamard. Schön, dass mir das gerade eingefallen und zwar wegen Mist. Gambi M ist total, keine Ahnung, das verschiebt die ganze Zeit meine Maus. Die ist irgendwie die ganze Zeit bewegt es sich. Das ist richtig nervig und ich weiß nicht, was es ist. Weiß nicht warum. Ja, ich kenne mich mit Scumbam nicht aus, ja, ich kann es dir schwer sagen. So kann ich Mist nicht spielen, du musst mir irgendwie dafür helfen. Sag mal, wie genau sind denn die Verschiebungen? Geh ein bisschen in die Zitate. Okay, die sind komplett random. Wenn ich sage komplett random, meine ich komplett random. Kann einfach irgendwann ab und zu, also auch wirklich von der Zeit her auch komplett random. Und teilweise, wenn ich aus dem Rand rausfahre, links reinfahre, links rausfahre, dann komme ich auch wieder rechts wieder raus. Das auch zum Beispiel, das passiert manchmal. Man verschiebt sich auch einfach so und. Das mit dem links raus und rechts reinfahren, das ist glaube ich ein WM. Hattest du das Problem schon vorher oder erst in dieser Folge? Nein, ich hatte es erst, als ich jetzt wegen dem neuen PC, habe ich jetzt das erste Mal müsste da gestartet und da hatte ich jetzt das Problem, ja. Hast du schon mal probiert, es nochmal in OpenGL zu spielen?
hier in ScumVM auf deinem neuen PC. Ja, von meinem PC habe ich, stimmt, da habe ich es direkt auf OpenGL gestartet. Warum weißt du das? Also auf OpenGL immer Probleme oder wie? Nein, aber mich würde interessieren, ob es das da halt ohne das Problem funktionieren würde. Oder ich hab auf jeden Fall OpenGL gestartet. Also ich wollte OpenGL wieder haben, weil das Problem war, dass wenn ich das andere genommen habe, was du zwar gesagt hast, ist mit dem H, keine Ahnung, das war sozusagen noch besser von den Pixeln her. Das Problem war aber dann, dass mein Programm dann sich, mein OBS hat sich immer verschoben, weil dann meine Bildschirmauflösung anders erkannt wurde. Dann muss ich es halt auch, da konnte ich es nicht so machen. Ja, okay. Ach so. Ach, springt das direkt drüber? Ist okay, soll das drüber springen? Wie sieht's aus mit dem Würfel? Wo muss der? Du musst da zurück. Ah, der muss auf den Knopf. Hast du noch die Version von ScumVM, die ich dir damals geschickt habe, oder hast du eine neuere gedownloadet? Ich habe ich hatte die zuerst noch die du mir geschickt hattest, aber die hat ja nicht geklappt, weil ich mir eine neuere gedownloadet habe, trotzdem nicht funktioniert. Hast du denn Developer-Version oder normale Version geholt? Ich habe zuerst die Developer-Version geholt, aber die hat gar nicht geklappt, da habe ich mir die normale Version geholt. Okay, warte, dann möchte ich hier kurz bei mir selber was testen, weil ich habe die neueste Version von ScumVM hier drauf. Verwende es dafür gewöhnlich eigentlich nie. Zumindest nicht für Mist, aber möchte ich hier kurz schauen. Zack, 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 zack. Komm schon. Also mir läuft es nochmal zu nichts. Ich mache es ein. OpenGL. Thank you.
Ja, keine Ahnung, ich kann eben spontan schwer sagen, woran das Problem liegt, aber ich werde ja gleich dein Video sehen. Und da werde ich einfach mal schauen. Also, kommt das in deinem Video vor, wenn es dann vorkommt, dann ja, schau ich. Ja, man kann schon sehen. Okay. Dann schaue ich mir das gleich einfach mal an und dann kann ich dir vielleicht sagen. Ich sag's gleich am Anfang. Falls es halt der Fall ist, aber ich spiele etwas sauberes. Nice. Gut, das war's für eine Folge. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Portal Bridge Constructor Portal. Schön, dass ihr zugeschaut habt und ja, bis nächste Folge. Ciao. Marvin.